Moin Leute, was geht? Wir sind heute in einem neuen Minecraft Special Video und ich sage euch nochmal direkt, was wir heute vorhaben. Und zwar wollen wir unsere Base noch ein bisschen verkleiden und verschönern. Dann zeige ich euch natürlich aber vorher auch noch, was es so Neues innerhalb der Base gibt. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung, wo ich noch nicht ganz weiß, ob ihr die schon im Titel oder im Thumbnail gesehen habt. Aber wir beginnen erstmal mit dem, dass ich euch erstmal zeige, wie oder beziehungsweise was wir bis jetzt Neues gemacht haben hier drin. Also, das fängt dann natürlich hier schon mal an. Ich habe das hier Ganze hier ein bisschen vergrößert. Dann sind hier die drei Leute, die mitmachen, beziehungsweise die mit in dieser Base arbeiten, bla bla bla. Und da geht es dann halt einmal, also das ist quasi einfach nur der Fahrstuhl für mich, da kann ich jetzt quasi hoch und kann auch, wenn ich jetzt von der Base komme, einfach, wenn ich zu mir will, halt einfach hier rein. Und ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wir haben dann drei Fahrstühle, die nach oben gehen, aber gut. Wenn man dann halt von der Base zum Paul will, geht man dann einfach hier runter. Und dann kann der Paul auch wieder hier hoch zur Base. Und für den Elias wird das auch noch gemacht. Aber der Geheimgang zum Elias, beziehungsweise einfach der Gang zum Elias, ist natürlich auch schon gemacht. Und zwar einfach hier lang und dann hier hoch. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Krams, womit wir hier halt auch noch arbeiten können. So, ich habe schon mal im Voraus, ihr seht ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen, an diesen Steinziegel-Dingern da hier gemacht und auch nochmal Holz gefarmt. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der Verkleidung erstmal von diesem Gang hier. Let's go! So Leute, und damit sind wir auch erstmal fertig mit dem Gang zum Elias. Ich meine, hier fehlt jetzt auch noch der Aufzug, das heißt, den machen wir jetzt auch noch schnell. So, damit sind wir dann auch schon mit dem Aufzug zum Elias fertig und können jetzt hiermit beginnen. Ich habe das auch schon ein bisschen angefangen auszukleiden. Jetzt machen wir hier natürlich auch noch das hier obere, das bisschen. Und wenn wir dann einmal schon hier ein bisschen Zeit haben, dürft ihr natürlich auch sehr gerne ein Abo, Like hinterlassen und natürlich auch einen Kommentar schreiben, den wir dann natürlich auch lesen und in Betracht ziehen können, insofern das möglich ist. Und jetzt habe ich mich verbaut, perfekt. Aber ja, dürft ihr sehr gerne machen und natürlich auch bei der Website vorbeigucken. Ja, machen wir aber hier weiter. Damit sind wir jetzt auf jeden Fall auch schon mal fertig. Hier müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen was reinstellen. Ist mir noch ein bisschen zu leer, aber ja gut. Wird man noch irgendwas finden, denke ich mal. Und hier ist übrigens auch schon alles fertig. Deswegen können wir jetzt hier mit diesem Raum hier, mit diesem riesigen Raum hier, beginnen. Und das natürlich auch wieder im Zeitraffer. Ja, Leute, wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir machen das auf jeden Fall auch noch in diesem Video. Deswegen mache ich jetzt einfach nochmal 5 Kohle hier rein und einfach ein Stick. Das wird dann halt reichen, hoffe ich mal. Und jetzt kommt diese kleine Überraschung, die ich euch
versprochen habe. Und das ist ein Geheimgang, Tunnel, wie auch immer ihr das nennen wollt. Der wurde auch schon gebaut. Das zeige ich euch leider nicht, weil, naja, muss ja ein bisschen geheim bleiben. Und wir gehen jetzt einmal in den Rhein. Aber wo und wie, sage ich natürlich auch nicht. Also bekommt ihr jetzt einfach einen Cut. So, wir sind jetzt auch schon im Geheimgang angekommen. Und ihr seht, uns erwartet erstmal ein Labyrinth, was ich natürlich auch schon gebaut habe. Hier fehlt einfach Stein. Können wir halt jetzt leider nicht machen. Aber wir haben auch ein paar Fallen eingebaut. Die werden natürlich dann auch noch ausgebaut. Und wie man jetzt aber zum richtigen Ziel kommt, sage ich euch. Beziehungsweise sage ich euch nicht, sondern ja, da gehe ich jetzt einfach mal hin. So, wir sind jetzt auch schon am Ende des Tunnels hier angekommen. Und ich würde sagen, wir bauen den jetzt auch erstmal aus. Viel können wir hier natürlich leider auch noch nicht machen, aber das, was wir machen können, machen wir jetzt auf jeden Fall in einem Zeitraffer. So Leute, wir haben jetzt erstmal diesen kleinen Raum hier fertig. Also es kommt natürlich auch noch die Wand und alles wird noch verkleidet, aber das mache ich wahrscheinlich auch einfach offscreen mit. Dann wird das hier noch ein bisschen eingerichtet mit Möbeln, bla bla bla. Und ja, dann war es das erstmal von diesem kleinen Geheimversteckchen hier. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Und draußen angekommen, machen wir jetzt einfach noch schnell das hier, weil ich habe das auch schon aus dem Ofen rausgenommen. Und deswegen können wir das jetzt auch schon hier fertig verkleiden. Zumindest hoffe ich, dass wir das fertig verkleiden können mit dem, was wir jetzt noch haben. Aber naja, gut, wir sehen es ja jetzt. Perfekt. Zeitraffer. So, von draußen angekommen, sehen wir, es wird gerade dunkel. Und ich habe hier oben die Decke jetzt noch fertig gemacht. Und damit ist die Base hier erstmal soweit fertig eingerichtet. Nur noch, was jetzt halt fehlt, sind dann hier die Räume. Aber die kommen in einem späteren Video. Und ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, euch wird ein kleines Halloween-Special erwarten. Aber dazu mehr dann. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Macht euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao.